So, und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Minecraft-Modifikation mit mir, dem Le Copa. Ja, für heute habe ich euch mal wieder eine richtig abgefahrene Mod mitgebracht, denn heute möchte ich euch eine Secret Room Mod zeigen. Das ist ein Mod, mit der ihr ganz einfach eine Geheimbasis aufbauen könnt und somit Mitspieler ausspionieren könnt oder ganz einfach Sachen verstecken könnt. Und diese werden wir uns heute genauestens anschauen. Hierzu habe ich was ganz Tolles vorbereitet. Dazu muss ich aber leider erstmal ins andere Gebäude rennen, weil dort liegen die ganzen Blöcke, die wir uns heute anschauen werden, die diese Mod mit sich bringt. So, da werden wir mal direkt einen Blick reinwerfen. Das ist da. Moment. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Irgendwer hat hier wieder so einen Erdblock hingesetzt. Oh Mist, das ist mir letztens schon mal passiert. Da war auf einmal ein Erdblock hier. Das war ein bisschen merkwürdig. Ein Glück, dass ich hier meine Schaufel habe. Moment, Moment, Moment. Obwohl, das Schwert nehme ich auch mal direkt hier mit, wenn ich schon mal hier bin, falls sich die Rabauken da noch irgendwo in der Nähe befinden. Ach, Mann! So, ja, dann werden wir das schnell abbauen und dann kann es eigentlich direkt losgehen und. Oh nein. Oh nein. Haben die sich tatsächlich an den neuen Blöcken vergriffen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Naja, jetzt wo ich gerade hier bin. Das hier sind unglaublich lustige Blöcke, denn hiermit, ihr habt es eben gerade schon gemerkt, kann man sich so ein bisschen verwirren lassen. Und zwar sehen die von einer Seite ganz normal aus, aber von der anderen Seite hat man so eine Glastextur, was so viel heißt, dass man von der einen Seite ganz einfach durchgucken kann. Das heißt, man kann in einen Hügel einfach so ein Ding reinplatzieren und somit andere Mitspieler ganz einfach ausspionieren. Eine unglaublich tolle Geschichte. So, das ist dieses Ding gewesen. Dazu werden wir uns gleich das Crafting-Rezept natürlich genauer anschauen. So, obwohl, warte mal, das hier sieht mir sehr suspekt aus. Einen Moment mal. Aha, aha, ich wusste es, ich wusste es. Haben die doch tatsächlich hier noch ein Loch gegraben? Oder gar einen Tunnel? Oh nein! Mann, das gibt's doch gar nicht. Egal, das werde ich nachher stopfen. So, hier geht's nicht weiter? Das glaube ich aber nicht. Aha, aha, ich wusste es. Hier noch eine getarnte Tür hingesetzt. Oh, der Mann! So, ja, dann sind wir jetzt endlich hier bei den Kisten. Da können wir jetzt endlich mal loslegen und die Sachen begutachten. Wir haben ja jetzt teilweise schon welche gesehen. Die durchsichtigen Blöcke haben sie ebenfalls entdeckt. Ganz große Nummer. So, warte mal, komme ich hier? Aha. So, jetzt komme ich hier endlich durch. Oh Mann, das ist so gemein eigentlich. Das heißt, man hat sogar noch ein paar Trollmöglichkeiten. So, haben wir alle Fallen hier umgangen oder ist hier noch irgendwas, was uns überraschen kann? Scheint mir nicht so. Hier, die Kiste ist falsch rum, alles hier ausgeräumt. Oh Mann, wenn ich die erwische. So, diese Blöcke hier hatten wir eben gerade schon gesehen gehabt. Das sind die Blöcke, die von der einen Seite aussehen wie Glas, dass man hier wunderbar durchgucken kann. Von der anderen Seite haben sie eine ganz andere Textur, um somit andere Mitspieler auszuspionieren oder gar Sachen zu verstecken. Diese Dinger kommen in ganz verschiedenen Texturen. Da werfen wir mal einen Blick hier in diese Kiste rein, denn dort befinden sich die ganzen Texturen, die möglich sind. Leider ist keine Wolle dabei. Das finde ich ein bisschen schade, aber wir haben ja auch Woodblanks. Das heißt, man kann das irgendwie als Kellerdecke verwenden, um somit sehen zu können, ob irgendwelche Mitspieler ins Haus latschen. Oder hier auch das Bücherregal haben wir eben gerade gesehen. Ganz klassisch ist bestimmt ebenfalls ziemlich witzig. Oder hier auch Holzsorten sind ebenfalls verfügbar. Also es sind sehr viele Kombinationen möglich. Und ja, das sind diese Blöcke, die man vor allen Dingen auch relativ günstig craften kann. Und das finde ich so genial an dieser Mod, dass sie nicht übertrieben teuer sind mit irgendwelchen Enderaugen. Nein, hier zu benötigen wir lediglich ein bisschen Glas und ein wenig Sand. Und dann haben wir diesen Block beispielsweise gecraftet mit der Sandtextur. Dann haben wir in der nächsten Kategorie, ich nenne sie auch gerne David Copperfield-Kategorie, die unsichtbaren Blöcke. Wir haben hier unter anderem diese unsichtbare Wand, die wir eben gerade gesehen haben. Wir haben hier unsichtbare Druckplatten, unsichtbare Leitern oder unsichtbares Redstone. Das werden wir gerade mal mitnehmen, uns mal ganz kurz die Rezepte anschauen und dann nochmal ausprobieren. Für das unsichtbare Glas benötigen wir, beziehungsweise für den unsichtbaren Block, benötigen wir nur ein bisschen Glas und einen Unsichtbarkeitstrank. Da könnt ihr aber auch den Wurfdrang nehmen, das ist eigentlich relativ egal und man bekommt 4 von diesen Dingern. Für die Druckplatte hingegen benötigen wir ebenfalls, huch, das war nicht die Druckplatte, hier das war die Druckplatte, benötigen wir eine Druckplatte und dementsprechend einen Unsichtbarkeitstrank. Für die unsichtbaren Leitern benötigen wir ganz normale Sticks, wie wir sie auch sonst kennen, in der ganz normalen Form, in Kombination mit einem Unsichtbarkeitstrank. Hier gilt ebenfalls, dass man auch den Wurftrank verwenden kann. Für den Redstone ebenfalls, ganz klar, Redstone mit Unsichtbarkeitstrank kombinieren und dann bekommt man einen 4 von diesen unsichtbaren Redstone-Dust und das werden wir jetzt gerade mal ausprobieren. So, die Wand, die haben wir eben gerade schon gesehen, man sieht aber, dass man die ganz leicht erkennen kann. Zum einen sieht man hier so ein bisschen den Rahmen von dem Block, wenn man mit dem Mauszeiger da drauf zeigt und man sieht hier auch vor allen Dingen auch so einen Schatten, das ist natürlich ein bisschen merkwürdig. So, hier habe ich nochmal einen hingesetzt, man sieht hier, dass diese Stelle ein bisschen dunkler wird, man kann hier dementsprechend auch draufstellen, das sieht dann natürlich sehr interessant aus, wenn man hier in der Luft schwebt, ohne jetzt im kreativen Modus zu sein. Man kann das Ding natürlich auch einfach abbauen, mit der Hand dauert das eine halbe Ewigkeit, ich empfehle hier eine Spitzhacke einfach in die Hand zu nehmen.
nehmen. Damit kann man die deutlich schneller abbauen und man bekommt auch das Glas wieder. So, dann haben wir hier die Druckplatte ebenfalls ganz kurz gezeigt. Hier seht ihr sie, obwohl eigentlich sieht man sie eben nicht. Man sieht eventuell, dass hier irgendwas drauf liegt, aber die ist wirklich sehr schwer zu erkennen. Und gerade wenn man schnell unterwegs ist, kann man somit eine richtig lustige Falle bauen. So, ihr seht hier es auch schon, man kann hier einfach drauf gehen und man kann irgendwas auslösen. Selbiges gilt natürlich auch für den Redstone, den man hier einfach irgendwo verlegen kann, hier beispielsweise. Das wollte ich hier gerade nicht, da seht ihr es auch schon, dass der hier irgendwie auf dem Boden liegt. Wenn ich hier drauf schlage, dann kann man diesen wiederum ganz einfach abbauen und man bekommt ihn wieder. Die unsichtbare Leiter habe ich hier bereits an die Wand geklatscht. Hierzu muss ich einfach nur hier hochgehen. Hier seht ihr auch schon, hier ist eine unsichtbare Leiter. Kann man einfach gegen die Wand laufen. Und hier habe ich übrigens noch einen kleinen Parcours aufgebaut, den wir gleich durchlaufen werden mit den verschiedensten Türen und diesen Geheimraumblöcken. Und dann werden wir mal schauen, wie das so aussieht. So, das werden wir aber gleich machen. Ganz kurz erstmal das Rezept noch von den Türen, die wir ebenfalls schon am Anfang gesehen hatten. Diese kommen ebenfalls mit ganz verschiedenen Texturen. Hierzu benötigen wir lediglich eine Holztür in Kombination mit der Wunschtextur, die wir haben wollen. Hier beispielsweise für eine Erdtür benötigen wir dementsprechend einen Erdblock. Ja, trotzdem ist es hier noch ein bisschen beschränkt. Ich würde mich natürlich persönlich freuen, wenn hier ebenfalls auch noch Wolle hinzugefügt wird oder generell alle Texturen, die Minecraft so bieten kann. Das wäre natürlich besonders schön. Vielleicht lässt sich das ja irgendwie dann demnächst umsetzen. So, dann haben wir noch eine weitere Variante, die wir jetzt noch gar nicht in dem Video gesehen haben, und zwar unsichtbare Schalter und Knöpfe. Das hier ist ein unsichtbarer Schalter. Das heißt, man kann hier irgendwo auf den Block hier draufdrücken mit der rechten Maustaste und das Licht geht an und aus. Es ist eine unglaublich tolle Idee, um beispielsweise Eingänge zu verstecken und somit irgendwas auszulösen. So, das funktioniert auch mit einem Knopf. Beim Knopf hingegen dreht sich so ein bisschen die Textur bzw. der Block. Eine ziemlich lustige Eigenschaft eigentlich, wie ich finde. Da seht ihr es auch schon und schon geht das Licht sozusagen an. Auch wirklich sehr einfach zu craften, denn hierzu benötigt man, hier seht ihr auch die ganzen Texturen, die möglich sind, ganz einfach für den Knopf beispielsweise, für den unsichtbaren Knopf in Erdform, ein Knopf und ein Erdblock und dann hat man diesen Knopf, ganz einfach diesen unsichtbaren Knopf gebaut. Selbiges gilt natürlich ganz einfach für den Schalter. Hierzu muss man einfach diesen Knopf durch einen Schalter ersetzen und dann hat man einen Schalter-Erdblock sozusagen. So viel dazu. Genau, dann können wir hier nochmal ganz kurz, das kann ich mal ganz kurz demonstrieren, nochmal hier das Redstone ausprobieren. Da seht ihr auch schon. Das funktioniert, es geht an, obwohl hier sieht man so ein bisschen die Partikel, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber trotzdem, es funktioniert eigentlich wunderbar. Ja, dann haben wir noch einen Mechanismus, den man vielleicht am Anfang gesehen hat, und zwar diese Trapdoors hier, die auch in ganz verschiedenen Texturen kommen, auch wirklich sehr einfach zu craften. Natürlich gibt es genau die gleichen Strukturen, die man eben gerade hier auch schon gesehen hat. Die Strukturen gibt es hier ebenfalls als Trapdoor-Format, ganz einfach zu bauen mit einer Trapdoor und dem jeweiligen Element. Und schon hat man diese Trapdoor, diese getarnte Trapdoor gebaut. Eine wirklich tolle Sache. Wie gesagt, vor allen Dingen der Preis, der ist wirklich günstig. Ist eigentlich fast alles für Umme. So, ich werde jetzt mal hier hochgehen. Und dann werden wir mal ganz kurz hier den Parcours noch durchlaufen mit den ganz verschiedenen Türen. So, das soll einfach nur nochmal zur Demonstration dienen. Hier sieht man zum Beispiel so eine Wand, richtig genial umgesetzt worden. Man kann hier ganz einfach durchgucken. Unglaublich toll. So, Bücherregal, Quarz haben wir, Wooden Planks. Wir haben hier ganz verschiedene Steinsorten natürlich. Holz auch in jeder Farbe, die Minecraft bieten kann. Und somit kann man wirklich alles hier verstecken. Und schon haben wir es geschafft. Ha, sehr gut, ganz toll. Und dann, oh nein, 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 die haben tatsächlich hier oben das auch noch manipuliert. Oh, das gibt's doch nicht, wenn ich die erwische. Ach, unglaublich, jetzt kann ich das hier noch alles, das gibt's doch nicht. Ja, das ist die Secret Room Mod, beziehungsweise eine Mod, mit der ihr ganz einfach Geheimräume erstellen könnt oder einfach Leute mit ärgern könnt, wie man eben gerade schon gesehen hat, mit unsichtbaren Druckplatten und vielem mehr. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video dann wiedersehen, wenn ich eine weitere lustige, tolle Mod vorstelle. Das war der Locopa mit der Secret Room Mod. Bis dahin und tschüss.